Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Okay, gutes Timing. Irgendein Fund eines Schatzes gefeiert. Es handelt sich um schwefelreiches Regolith. Wir sollten versuchen, so viele Proben zu sammeln. Es gibt 1000 Forschungspunkte. Nur die schwefelreichsten Proben geochemisch analysieren. Ingenieursforschungsbonus 10%. Ja, ich bin eher so der Wissenschaftler. So. Gut, dann können wir uns den Rover nochmal holen. Wo war denn das, was der untersucht hat? Wo ist denn unser Rover eigentlich? Hallo? Roby? Wo bist du? Was ist das? Okay. Da ist er. Oh, der Arme. Boah, der ist fast leer, ne? Ich würde sagen, wir lassen den mal besser zurück zum Laden fahren. Sonst habe ich Angst, dass uns der ab... Research complete. Mit Vorräten oder Passagieren von der Erde beladen. Achso, irgendeine kann zurückfliegen. Warte auf entladende Ressourcen. Okay. Warte auf betanken. Hier haben wir noch eine. Okay, warte auf betanken. Da müssen wir nur noch warten, bis hier die letzten 4 Polymere raus sind. Wenn ich das richtig sehe. Na? Sektor scanned. Anomaly found. Okay, startbereit. Alle weg und tschüss. Hallo? Tschüss. Ah ja. Tschüss, Rakete, tschüss. Okay. Forschung abgeschlossen. Nicht funktionierende Gebäude. Ja gut. Dass die beiden nicht funktionieren, ist ja klar. Oh, dass der hier nicht funktioniert, ist nicht klar. Ach ja, ich habe die Kommentare gelesen. Und zwar diese Schalter hier. Damit kann man quasi so Kurzschluss, also solche Leitungen hier, quasi, ja, also so kann man quasi selber den Strom dann umleiten. Ich sag mal, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Kabelschaden ist, dann könnte ich den hier abschalten und dann würde der Strom nicht mal dem Kabelschaden rausgehen. So ungefähr habe ich das verstanden. Jetzt könnte ich den zum Beispiel abschalten und es funktioniert immer noch, weil das alles hier drüber läuft. Aber wir wollen ja Redundanz. So. Vorgeschlagenes Gebäude, Garten. Ist das euer Ernst? Ihr seid auf dem Mars und... Oh, ich habe keinen Garten. Unfassbar. Ein Garten. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Ja, machen wir den direkt mal dahin. Ja, yeah, nehmt euren Garten und seid glücklich, ey. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Genau, das mit den Rohren, das ist so, dass wenn der hier nicht mehr pumpt, dann bin ich mir fast sicher. Und das hat auch einer geschrieben, dass die dann hier nachliefern. Also das sollte schon funktionieren. Auch wenn es nicht hübsch ist, ja. Ist ja auch momentan noch so ein bisschen und so, ne? Ach, hier fallen Gesteinsabfälle an? Oh, das wusste ich nicht. Okay, dann brauchen wir hier vielleicht eine Mülldeponie. So. Die ganze Armee. Wobei, eine wirkliche Mülldeponie ist es ja nicht. Es ist Stein, aber... Okay. Wie sieht's hier aus? Der Regolithhaufen hier, der ist voll. Wo ist denn der angefallen? Werden den produziert? Du? Nee, du wirst ja wohl kaum. Irgendwas. Stündliche Produktion, 2 Sauerstoff. Alles klar. Wir könnten jetzt theoretisch noch... Wir haben doch was erforscht. Lebenshaltungsgeschichten. Kuppelspitzen. Das können wir noch nicht. Hier, Feuchtigkeitsoperator. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Aha.
aha. Verbraucht 5 Energie. 5. Stromnetzüberschuss 33. Okay. Wenn wir so einen riesigen Stromnetzüberschuss haben, dann... It's a rough life here on Mars. You can't prepare for addiction. Der Gründer hat Eigenschaften Alkoholiker. Einer ist zum Alkoholiker. Ansehen, Alkohol ist keine Lösung. Ich weiß nur nicht, was das jetzt bedeutet, wenn ich sage, Alkohol ist keine Lösung. Milestone achieved. Okay, ich habe Nahrung produziert. Nice. Hier ist auch noch Nahrung drin, gut. Ich möchte möglichst wenig auf die Notfallnahrung hier angewiesen sein. Aber ich wollte gerade so einen Feuchtigkeitsvaporator bauen. Den können wir eigentlich einfach hier in die Mitte setzen, oder? Und ein Kabel, ein Stromkabel brauchen wir. Stromkabel. Und den binden wir zum Beispiel so jetzt an. Und den könnten wir jetzt auch redundant anbinden, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Man kann es sicher alles besser machen, das will ich nicht bestreiten. Aber erstmal will ich das Spiel überhaupt verstehen. Irgendwann kann man das richtig klug machen. Sektor scanned. Anomaly found. 27 Metall, ja gut, das ist jetzt nicht so der Wahn. Was ist denn das noch, was hier nicht... wie sieht es eigentlich mit der Forschung aus? Okay, wir haben noch 4 Sachen in der Queue, das ist völlig in Ordnung. Was haben wir denn aktuell erforscht? Logi-Hochhaus, okay, was ist das? Stilllegungsprotokoll. Ermöglicht die Räumung von ausgeschlachteten und zerstörten Gebäuden. Okay, gut, das... ist okay. Upgrade für Moxie, Magnetfilterung, Sauerstofferzeugung um 50% erhöht. Aber auf jeden. Logi-Antrieb, Drohnenhub, Sensoren. Okay, was war das nochmal mit diesen Sensoren hier? Wir haben hier überhaupt keinen Sensor stehen. Was hat denn der nochmal gemacht? Infrastruktur. Sensorturm. Erhöht die Scan-Geschwindigkeit, besonders bei nahen Sektoren. Erhöht die Vorwarnzeit vor Katastrophen. Okay, dann stellen wir hier mal... Nee, wir warten mal, bis die komplett autark funktionieren und dann können wir es immer noch machen. Holy. Okay. Der hier ist wieder geladen. Ja. Dann schicken wir den doch direkt mal dahin. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Die Deponie hier... Oh, die ist auch schon fast voll, ne? Ich weiß nicht, wie viel hier noch ist. Vielleicht reicht das. Okay. Also, wie glücklich seid ihr? Und habt ihr schon Babys gemacht? Ne, wir haben immer noch 12. Haben wir schon... Ja doch, wir haben ein Krankenhaus. Das Krankenhaus hat eine hohe Priorität verdient. Musst du sie mit Wasser, Sauerstoff und Nahrung versorgen? Nee, echt. Sauerstoff, Wasserstoff und Nahrung brauchen die. Na toll, ein Kabelfehler. So. Jetzt könnte ich die Leitung hier abschalten, aber es macht überhaupt keinen Sinn, richtig? Weil ich sie unklug platziert habe. Es würde nur Sinn machen, wenn der Fehler hier wäre. Ja, der ist jetzt einfach dumm, der Fehler, ja. Der ist einfach dumm. To the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered. Okay, das ist irrelevant. Das ist immer das Gleiche. Da ist der Rover. Untersuch mal das hier. Vielleicht ist das hier irgendwas Spannendes. Ich war dabei, die Kuppel hier ein bisschen zu verbessern. Kuppelservices, ein Casino, Freiluft-Fitness-Areal. Alter, wie groß.
ist das? Oh. Okay. Für die Moral. Wie viel verbraucht das denn eigentlich? Ich will gar nicht gucken. Rohre mit Lex. Ja, geil. Ist das euer Ernst? Und dieses Rohr verliert eine Menge Zeug. Bitte repariert das schnell. Kann ich hier die Prio erhöhen? Anomaly analyzed. Was ist das? Ich kann den Skin von dem Rohr wechseln, dein Ernst? Hell, dunkel. Okay. Wow, die DLCs haben sich richtig gelohnt, Mann. Aber so richtig. Okay. Ja. Ist ja eigentlich gut. Polymerlager ist auch voll. Aber ich bin jetzt ein bisschen überfordert, was wir am sinnvollsten als nächstes bauen. Ich habe nämlich Angst, dass uns die hier eingehen. Das ist eigentlich. Das sind Menschen, die gehen nicht ein. Ja, ist ja gut. Eine Pilzfarm bauen wir mal. Damit die auch wirklich genug Essen haben. Und die bauen wir am besten ja hier irgendwo gleich in die Nähe. Und dann brauchen die. Braucht die auch Strom oder braucht die nur Wasser? Wir legen. Ja, die braucht mit Sicherheit Strom und Wasser. Warum frage ich eigentlich so dumm? Versorgungsleitung, nee, Infrastruktur. Nee. Lebenserhaltung. Rohre. Oh. Okay, das war jetzt nicht so geplant, aber es geht. Mars One. Ist das die hier? Nee, Corporation 2. Mars One. Sector scan. Ist leer, also können wir die wegschicken. Die bleiben hier für immer, die Flecke, oder? Ah, das können wir mal gucken, indem wir. Ja, okay. Also hier ist auch ein bisschen traurig geworden, ne? Aber das ist halt so. Das hier ist unsere Notfallsiedlung. So, Anomalie analysiert. Okay, dann können wir den Forschungsrover mal weiterschicken. Hallo. Dahin. So, noch 3 Sol und 9 Stunden, damit die ein Baby machen. Macht Babys! Wie geht's denen denn? Kann ich hier irgendwie nach Eigenschaften sortieren? Unter Quarantäne setzen? Okay, ja, nee. Ach, da kann ich eine Wartung anfordern, ne? Ist gut. Durchschnittlicher Komfort. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Also, Gesundheit und Besonnenheit ist gut. Komfort. Das ist hier ungefähr der luxuriöseste Mars ever. Ich brauche gleich eine Polizei hier hin. So. Breakthrough discovered. Bam. Die Cops. Die erzählen euch dann, was ihr gut zu finden habt und was nicht. Und direkt neben den Cops kommt noch ein Diner. Das ist ganz fancy. Ja, so. Da ist jetzt ein Diner. Gut. Also ist eh auf höchstes Tempo. Durchbruch in der Kuppeloptimierung. Was? Was ist das alles? Nachhaltige Architektur. Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Okay, das ist cool. Fortschrittliche Mars-Triebwerke. Raketen und Shuttle benötigen weniger Treibstoff. Treibstoffmangel auf dem Ah, die werden dann wahrscheinlich schneller wieder beladen oder so. Funktionelle Nutzpflanzen. Schalte in den Farmen und Hydrokulturen neue Nutzpflanzen frei, die Sauerstoff erzeugen und die Erdqualität verbessern. Boah. Erde-Mars-Initiative. Erhöht die Forschung durch den Sponsor um 100. Durchbruch. Kuppeloptimierung. Ach, das ist neu hier. Kuppeln kosten 50% weniger.
okay. Habe ich jetzt quasi priorisiert, wenn ich das richtig sehe. Und das hier und dann das. Das dauert ist ein bisschen langsam, ne? Pipe leak reported. Es ist ja immer noch nicht repariert. Jetzt aber. Aber schnell, mein Freund. Ne? Jetzt aber schnell. Das ist ja. Da ist immer noch kein Strom. Stromkabel. Ja, das ist nicht ganz ohne. Ist schon ein bisschen anspruchsvoll, sage ich mal. Gefällt mir. Aber ich werde auch sehr viel falsch machen. Sehr viel. Was haben wir denn noch schönes? Lebenserhaltung. Wir haben jetzt das Ding. Ja, eine extra Farm. Wir wollen es nicht übertreiben. Oh, wir haben eine Sauerstoffknappheit und eine Wasserknappheit. Das ist beides nicht so gut. Also ich meine, die Tanks, die... For the first time, a human has been born on Mars. Yes. It's truly a unique miracle. Die Kolonie wurde positiv bewertet. Das können zusätzliche Kolonisten. Ja, jetzt chillt mal eure Base. Ich will hier erstmal dafür sorgen, dass die hier weiter überleben können. Es bringt ja nichts, wenn ich hier jemanden herbestelle und der dann, naja, das nicht überlebt. Hä? Nein, ich wollte da kein Rohrventil machen. Mist. Nein, haltet den Bau an. Ich wollte da kein Rohrventil. Okay. Ich wollte ein Rohr. Und zwar ein Rohr nach da. Es ist alles super hässlich. Ich muss aber erstmal mit dem Baugrid klarkommen. Und kein Strom. Oh, wir haben auch keinen Strom. Ist hier irgendwas ausgefallen oder? Ne, wir brauchen einfach zu viel. Was ist denn mit diesem Stirling-Generator? Ich baue den jetzt mal. Eigentlich braucht der ja irgendwas zum Verbrennen, oder? Oder kann der zaubern? Ist der the first Magic? Are all gamblers coming to Mars. It's the ultimate roll of the dice. Der Gründer hat die Eigenschaft Glücksspieler. Okay. Ist mir egal, er kriegt kein Casino. Sein Casino kann er sich sonst wohin schieben, ganz ehrlich. Stündliche Produktion. Erzeugt Energiemenge 10, wenn geöffnet. Erzeugt Strom. Ist der Generator verschlossen? Ist er zwar verstaubgeschützt, jedoch weniger Strom. Öffnen. Und er verbraucht nichts? Wie soll der funktionieren? Sektor scanned. Ist ein Stirling-Generator nicht ein Verbrennungs... Generator? Also wir bauen den zweiten auch mal, weil der toll ist. Weil der Strom macht. Aber... Also... Das ist merkwürdig. Wir hinterfragen das jetzt einfach mal nicht. Okay. Wasserextraktor. Ja, Wassermangel ist natürlich ein leichtes Problem. Wie viel erzeugt der? 4. Wie viel erzeugt der? 4. Wow. Das Ding ist ziemlicher Mist. 3. Ach nee, 1 und 3. Okay, okay, okay. Und unser Bedarf ist quasi 4 oder wie? Nee, ach, unsere Gesamtproduktion ist 4. Okay. Gesamtbedarf 2, hä? Aber unser Bedarf ist doch gedeckt. Was wollt ihr eigentlich von mir? Da, die Tanks sind auch voll. So, aktivieren. Wir haben mehr als genug Strom jetzt. Nicht genug Arbeiter. Ja, okay, gut, dann... Jetzt habt ihr mich soweit, Passagierrakete. Jetzt ist auch eigentlich egal, wir können eigentlich alle Eigenschaften mitnehmen.
Weil jetzt haben wir schon mal ein paar. Altersgruppen. Ja, gut, Jugendliche können wir jetzt auch noch mit einpacken. Ja. Eine Person mittleren Alters, die kurz vor der Pensionierung steht, aber noch immer in allen Gebäuden arbeiten kann. Bewerber mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Bewerber mit einer gewünschten Eigenschaft werden abgewiesen. Hä? Die in allen Gebäuden arbeiten kann. Na, in allen Gebäuden arbeiten kann. Sina. Eine alte Person, die zu alt zum Arbeiten ist. Ja, es klingt jetzt bescheuert, aber warum sollten wir uns da jemanden auf den Mars holen? Wir brauchen Leute, die arbeiten können. Wir können später immer noch alle hierher lassen. Als Touristen oder so. Schwächen. Kein chronisch krank. Ernsthaft, Idiot? Es gibt die Eigenschaft, Idiot. Ja, ich würde mich hier bewerben. Ja, ja, sind Sie chronisch krank? Nein. Sind Sie Alkoholiker? Nein. Spieler? Nein. Sind Sie Idiot? Ja, ich bin Idiot. Ach so, ja, dann können wir Sie leider nicht mitnehmen. Okay. Gut, wenn er auf die Frage, sind Sie ein Idiot, mit Ja antwortet. Das ist auch definitiv ein Idiot. Das ist geil. Kann eine Fehlfunktion am Arbeitsplatz auslösen. Das ist echt geil. Faul. Nee, ich will auch keine faulen Leute. Oh, wir haben so viele Alkoholiker. Spieler, Vielfraß, Buchonda, Heulsuse. Verliert Besonnenheit bei niedrigem Komfort, nee. Melancholika, Einzelgänger, Feigling. Oh Mann, ey. Allein die Leute hier auszuwählen ist schon, das ist echt voll furchtbar. Vor allem, wenn man das für sich alleine macht, geht ja noch. Aber wenn ihr alle zuguckt, ey, dann fühle ich mich so, als würde ich hier irgendwelche Leute diskriminieren. Das tue ich nicht, ich schwöre. Okay. Passende Kolonisten 22, Raketenkapazität 12. Ja, dann hau raus. Ja, trotzdem starten. Muss halt draußen warten. Nein, Spasti. Dann bauen wir schnell noch ein Ding hier. Wir machen mal ein Apartment. Fancy. Crop failure reported. Wir haben ja alles dafür, ne? Oder? Sagt wohl, wir haben alles dafür. Ich denke schon. 20%. Ja, sind immer noch genügend Nahrungsmittel drin. Es konnte keine Nahrung geerntet werden. Was? Ernteauswahl? Was? Warum? Warum? Ich fordere auf jeden Fall erstmal eine Wartung an, weil es gefällt mir hier unten nicht. Weil zu wenig Leute da sind? Kann das sein? Boah, wir haben echt zu wenig Leute, ne? Baut das mal bitte schneller fertig. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen sie. Ich parke die dann hier irgendwo. Also die funktionieren echt nett. Wir haben eine Produktion von 86 und verbrauchen 61. Das ist in Ordnung. Was haben wir denn noch hier? Kuppelservice, eine Polizei haben wir jetzt auch. Eine Kunstwerkstatt. Nee, komm, ganz ehrlich, also bei aller Liebe, ne? Aber irgendwo ist die neuesten und besten Gadgets, die auf dem Mars erhältlich sind. Da können die Leute Gaming-Zeug kaufen. Okay, das kriegen die. Als allererstes auf dem Mars, in der ersten Kolonie, erstmal fetten Mediamarkt. Weil braucht man. Okay, hier sind die Rohranschlüsse und hier sind jeweils die Anschlüsse. Okay. Kann man also Wege bauen dann, wo die Leute so durchlaufen können? Das wäre irgendwie cool. Aber geht nicht, oder? Standardkuppel.
Ein kleines Kuppeldesign für das Anfangsstadium der Kolonie. Ach, man kann später noch größere Kuppeln bauen. Lebenserhaltung. Polymerfabrik. Arbeiter 80. Alter. Wo sollen wir die alle herkriegen? Ich meine, Polymerfabrik ist natürlich grundsätzlich gut, weil Polymere gut sind. Und ich sehe gerade, wir haben eine Sauerstoffknackpeit. 0,9. Minus. Ja, das wundert mich nicht. Da ich KLUK bin, habe ich das hier nicht ans Stromnetz angeschlossen. Ha! Los, Roboter, schnell! Bereit zur Landung. Alles klar. Sektor scanned. Ja. Ja, das Stück hier können die dann zu Fuß laufen. Humankind might be on the verge of a new golden age. And we have to be the ones über 40 erforschte. 40 erforschte Technologien bis Sol 100. Aktuell 10. Was? Wie soll das gehen? Hier irgendwie ein Forschungslabor bauen, damit es schneller geht? Oh. Müssen wir mal gucken. Also ich hätte auch gern 40, aber... New colonists have arrived. Oh, das Gebäude ist fertig. Wie viel können da rein eigentlich? 38? Nee, hier 24. Okay. Wir haben 12 bestellt. Einer ist hier eingezogen, genau, und 11 sind jetzt hier drin. Sehr schön, wir könnten sogar noch eine Rakete bestellen, theoretisch. So, wie sieht die Sauerstoffproduktion aus? Okay, die Tanks gehen ein bisschen zurück, aber jetzt hoffentlich wieder hoch. Wir haben einen Gesamtbedarf von 2,9. Ich schau mal hier in die Statistik. Strom. Okay, aber wenn wir hier reingehen, haben wir die gesamte Ressourcenübersicht. Das ist gut. Okay. Stromüberschuss passt, Sauerstoffüberschuss passt, Wasserüberschuss. Bisschen mehr Wasser wäre gut. Nullüberschuss ist mir zu hart an der Grenze. 6 freie Arbeitsplätze, alles klar. Wir könnten ja mal hier jetzt so einen Metallextraktor hinbauen, oder? Zu weit von Kuppel entfernt. Ist das dein Ernst? Ja, dann halt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Dann bauen wir doch eine Polymerfabrik. Dann müssen wir von der Erde keine Polymere mehr bestellen. Ist doch gut. Oder? Doch, ich finde es gut. Die können wir eigentlich hier so hinbauen. So. Also, Wasserbedarf ist nicht gedeckt. Lebenserhaltung. Dann nehmen wir hier noch so einen Feuchtigkeitsoperator. Nee, wir müssen ihn bestellen. Dein Ernst? Können wir hier irgendwo noch Wasser aus dem Boden saugen? Das fände ich gut. Echt jetzt? Oder kann man hier vielleicht noch einen zweiten oder so hinmachen? Ich bin mir halt auch nicht sicher. Für Qualität sehr niedrig. Ja. Aber hier ist schon ein bisschen weit weg, oder? Hey, ist ja noch weit. Wie weit ist denn das? Qualität sehr niedrig. Ja, was ist da los? Eigentlich... Ja, das ist echt nicht so optimal. Wo ist denn unser Rover eigentlich? Hier. Wie sieht es bei dem mit Akku aus? Ja, war ja klar. Fahr mal laden. Du brauchst Strom. Nee, Strom. Zack. Stromkabel. Das sieht so furchtbar aus. Ich würde sagen, wir bauen hier mal so ein Nahrungslager hin, damit wir die Rakete wegschicken können. Ja, ich weiß, dass die Batterie von dem leer ist. Ich habe ihn doch gerade zum Laden geschickt. Ladbatterien von Drohnen wieder auf. Ja, okay, das kann der ja im Drohnenhub auch machen.
Das ist jetzt gerade nicht von Relevanz, meiner Meinung nach. Lager wollte ich. Und zwar Nahrungsspeicher. Können wir hier so hin machen. Und hier so hin machen. Ja, machen wir mal zwei Nahrungsspeicher hin. Das ist ganz gut. Dann wird das Ding hier ausgeladen und wir können es zurück zur Erde schicken. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Und wir haben, und vor allem wir sehen auch, was wir dann so da haben an Ressourcen. Und wenn es plötzlich weniger wird, dann sollten so ein bisschen die Alarmglocken schrillen. Und wir sind schon wieder bei... Oh Mann. Also das Spiel macht ja echt Spaß, ne? So viel, dass ich ständig hier die Zeit aus dem Auge verliere. Okay, 9. Gut, alles klar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Surviving Mars. Bis dann. Tschüss.